Yo Leute, Brot ist wieder am Start und heute gibt es das versprochene Riesen-Supply-Drop-Opening auf der PS4 und wir gehen jetzt direkt in den Schwarzmarkt rein und ja, ihr seht schon, 17.800 COD-Punkte haben wir hier am Start und ich will heute echt nicht lange schnacken, ich werde jetzt direkt loslegen, weil es ein Haufen Punkte sind und natürlich will ich hier was... Was? Das erste fucking Pack! Das erste fucking Pack auf der PS4 und ich zieh die scheiß Armbrust. Das ist nicht dein Ernst jetzt, oder? Lol, damit hätte ich jetzt niemals gerechnet, ey. Wie viele Packs habe ich auf dem PC bitte aufgemacht? Das kann nicht sein. Ey, ich muss jetzt einmal ganz schnell hier reingehen und die ausrüsten. So, die Klasse habe ich nicht verwendet. Warte, die ist ja bei... Wartet, wo ist sie eigentlich? Ist die bei Secondary? Bin mir gar nicht sicher. Yo, krass. Alter. Ich würde sagen, damit wird auf jeden Fall bald mal irgendwann gezockt. Wobei ich natürlich auf PS4 echt scheiße bin. Muss ich einfach dazu sagen, ich bin halt PC-Spieler hauptsächlich. Und das ist ja jetzt ein richtig nicer Start für diese Folge. Ich hoffe, ihr lasst direkt dafür jetzt schon mal eine Bewertung da und schreibt in die Kommentare, wie krass das war. Ohne Witz. Na, jetzt bin ich richtig gehypt. Eis für die Haymaker. Und das war's auch schon. Aber 10 Kryptos, ich werde jetzt so viel wie möglich aufmachen. Ich will unbedingt neue Sachen ziehen, dass ich hier vielleicht auf der PS4 auch mal ein geiles Livecore machen kann. Alter Lachs, weil ich muss PS4 sowieso ein bisschen üben. Weil der neue Content kommt ja immer auf PS4 und dann muss man natürlich auch ein bisschen da üben. Vor allem habe ich ja zum letzten DLC auch ein Video gemacht. Alter, wieder 10 Kryptos, ne? Und dieser Haida oder Haida-Körper ist auch richtig nice. Und ja, das Skyjack-Video, erinnert euch ja vielleicht noch dran, da habe ich ja auch so mit der Sniper ein bisschen so zusammengeschnitten und das ist ja auch echt gut angekommen, das Video. Und deswegen will ich einfach auf der PS4 auch mal wieder ein bisschen, ich muss einfach ein bisschen mehr spielen, dass ich besser werde. Und ey, ohne Witz, diese Gladiator-Visitenkarte ist auch so heftig nice. Ne, sieht einfach gerade schön aus. Und wir hauen hier die Punkte auf jeden Fall weiter raus. Ich bin so gehypt, dass ich jetzt noch mehr ziehe. Ah, Alter, was ist das bitte für ein geiles Teil? Made für den Reaper. Auch nicht schlecht. Und ja, heute geht es einfach mal so ganz gediegen. Wir rushen das einfach durch. Vielleicht kriegen wir noch irgendeine geile Nahkampfwaffe. Das wäre natürlich auch mega fett. Aber ich bin eigentlich schon fast zufrieden. Ne? Aber wenn ich jetzt die Sniper noch ziehe, ne? Wenn ich die RSA Interdiction jetzt auf der PS4 bekomme, dann ärgere ich mich natürlich, dass ich die nicht auf dem PC gezogen habe. Aber dann kann man halt nichts machen. Hauptsache, ich habe sie irgendwo und darüber bin ich dann auch glücklich. Und ich habe das Gefühl, wenn man keine guten Sachen bei diesen drei Dingern im Pack kriegt, dann kriegt man auch irgendwie nicht viel Kryptos zurück. Also habe ich jetzt so die Erfahrung gemacht bisher, dass man entweder, wenn man was Geiles zieht, viel Kryptos kriegt oder halt andersrum einfach gar nichts. Und das finde ich auch ein bisschen doof. Aber es scheint ja random zu sein. Kupferstich, auch eine relativ neue Tarnung so, aber wir gehen natürlich hier jetzt sehr aggressiv vor, machen die ganzen Packs auf und wollen unbedingt was Neues ziehen. Verstoß VMP habe ich auf dem PC auf jeden Fall noch nicht. Obwohl, doch habe ich, aber da, hier auf diesem Vorschaubild sieht sie geiler aus, als sie in Wirklichkeit ist. In Wirklichkeit ist sie, glaube ich, nur so oben auf der Waffe so zu sehen, die Tarnung. Das sieht halt nicht so heftig gut aus. RK5 Brandfackel, nice, Mann. Ich liebe die Tarnung irgendwie. So, auf den Snipern, die auf der SVG, meine Sonnenscheintarnung liebe ich über alles. Und die Brandfackel für die Locus wäre halt auch echt extrem nice. Auf der SVG habe ich die noch nie gesehen. Deswegen kann ich dazu jetzt nicht sagen, ob die auch geiler aussieht. Aber bis jetzt habe ich in den Vorschaubildern noch nichts Neues gesehen. Bis auf eben halt, dass einfach die Armbrust kommt, ne? Das ist unglaublich. Aber jetzt haben wir natürlich schon wieder sehr viele... Butterfly! Das wollte ich auch unbedingt immer mal haben. Ich habe es noch keinmal gekriegt. Und 30 Kryptos. Ich habe es gesagt, meine Theorie ist aufgegangen. Was zur Hölle? Einfach das Butterfly Knife. Oh Mann, einerseits freue ich mich gerade so extrem, dass ich es ziehe. Andererseits weiß ich bin auf der PS4 halt einfach nicht so ein guter Spieler. Deswegen muss ich einfach ein bisschen besser werden noch. Wobei Butterfly natürlich auch eher was mit Movement zu tun hat und nicht so viel mit Aim. Von daher wird das bestimmt auch ganz nice, mit dem mal zu zocken. Und 30 Kryptos, ne? Ich habe gesagt, man kriegt viele Kryptos, wenn man einen geilen Gegenstand zieht. Alter, 80er Jahre Körper, das fehlt mir noch auf dem PC. Ich habe ja den Kopf, den 80er Jahre Kopf da. Und jetzt habe ich den Körper hier gezogen, auch nicht schlecht. Oh, es macht gerade echt Spaß, ich bin zufrieden bis jetzt. Kann man schon so lassen. Auf jeden Fall
wenn man das vergleicht mit den anderen Pack-Openings, wie viel Geld ich schon verschwendet habe, sage ich mal, oder einfach ausgegeben habe auf PC. Und was ich dabei rausgekriegt habe, ist ja bis jetzt die HG40, Schraubenschlüssel, dann jetzt im Stream letztens, im Livestream. Ich livestreame jetzt in letzter Zeit das öfter mal, ich versuche halt so einmal die Woche. Der Link ist dazu auch unten in der Beschreibung, falls ihr das noch nicht abgecheckt habt, könnt ihr gerne mal ein Follow da lassen, dann werdet ihr auf jeden Fall benachrichtigt und ich lade auf YouTube meistens auch noch ein Video dazu hoch. Da habe ich die MX Garant gezogen, auch richtig nice, habe ich dann auch ein bisschen gezockt und ich muss sagen, die geht schon gut ab. Ich dachte eigentlich, die ist schlechter. Jetzt nochmal was? Nee, leider nichts. Und auch wieder nur 3 Kryptos, ne? Also diese Strategie, die ich da entdeckt habe, ist auf jeden Fall real. Habe ich denn noch was gezogen? Ich stehe gerade so ein bisschen auf dem Schlauch, ob ich noch irgendwie was anderes echt krasses gezogen habe. Wir haben jetzt noch genau 13.000 Kryptos, Punkte natürlich. Nur so ein kleiner Zwischenstand für euch, weil meine Facecam ja meistens darüber liegt. Und den habe ich schon gezogen auf PC auf jeden Fall. Ich gehe einfach direkt weiter, so muss das sein. Einfach schön hintereinander weg will ich jetzt gerade, weil ich so viele Punkte habe. Und wieder nur 3 Kryptos. Man kriegt immer dann die geringste Anzahl, weil ich glaube 2 oder 1 gibt es gar nicht. Oh, jetzt vielleicht noch was? Oh, der Verstoß für Sniper ist auch geil. Ich bin ja sowieso... Also wenn ich jetzt für die Locus zum Beispiel eine richtig geile Tarnung hier auf der Konsole ziehe, wäre auch richtig gut. Oder halt für die SVG, würde mich auch sehr freuen. Und ihr habt es vielleicht eben schon gesehen, dass ich Prestige gegangen bin hier auf Konsole. Und ich wurde da so ein bisschen von Fantu dazu genötigt, als ich bei dem im Livestream mal mit dabei war und habe seitdem fast keine PS4 mehr gezockt, leider. Und hier ist der Triple auf jeden Fall. Sonnenschein für Weevil, richtig schön. Guck mal, das sind alles, das sind eigentlich fast meine Lieblingstarnungen, alle in einem Pack. Ich liebe die Edelsteintarnung, Ritual sieht auch echt geil aus und Sonnenschein sowieso. Das ist ein nices Pack, das kann man schon so sagen. Und ich bin gerade die ganze Zeit immer noch am Überlegen, ob ich vielleicht vergessen habe, was zu sagen, was ich an seltenen Gegenständen noch gezogen habe. Ich bin mir gerade echt nicht sicher. Könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben, falls ich da irgendwas vergessen habe. Natürlich jetzt die Armbrust, aber das ist ja jetzt neu in diesem Video. Und hier haben wir soweit wieder nichts. Und 7 Kryptos ist okay, damit kann ich leben. So 10 wäre natürlich nice pro Pack oder mal auch mal einfach zwischendurch so 20, 25 oder 30. Aber die Wahrscheinlichkeit ist einfach so gering, ne? Und mein Handy eskaliert im Hintergrund, ich hoffe, dass ihr das gerade nicht hört. Prestige für Kuda, die Tarnung gefällt mir auch mit den Prestige-Logos. Von Black Ops 2 ist echt eine nice Tarnung. Vor allem halt auf SMGs oder HRs. Monochrom, auch richtig schön. Ich feiere sowieso gerade irgendwie alles. Aber mir fehlt jetzt so ein bisschen dieser seltene Gegenstand hier. Leute, komm, einmal geht noch. Wobei ich jetzt auch genau das Butterfly habe ich gerade fast vergessen zu sagen, weil es jetzt gerade eben erst war und so kurz her ist. Und es hat sich noch gar nicht in meinem Kopf abgespeichert. Ich habe jetzt Butterfly und Armbrust noch dazu, dann noch die MX Garant, die HG40 und einen Schraubenschlüssel. Warte, habe ich nicht, genau, den Baseballschläger, den habe ich noch gezogen auch. Daran erinnere ich mich auch gerade wieder, ich habe ja die HG40 und den Baseballschläger zusammengezogen. Das war auch auf jeden Fall sehr nice, also bis jetzt, oder zumindest jetzt zu diesem Zeitpunkt kann ich sagen, ich habe fast alles gezogen, was ich haben wollte, wobei ich am liebsten halt eigentlich die Marshall 16 und noch lieber die Sniper gezogen hätte. Aber ich hatte ja zum Glück die Möglichkeit, die Sniper schon mal zu spielen. Das Video habt ihr wahrscheinlich die letzten Wochen oder vor ungefähr einer Woche oder 2 Wochen kam es raus. Da hat mir jemand einen Account geliehen. Das hat auf jeden Fall auch gebockt, wieder einfach mal zu zocken, die auszutesten. Und das Gameplay war auch echt nice. Also muss ich sagen, da habe ich echt eine gute Lobby erwischt. Und ich krieg wieder nur 3 Kryptos, ne? Vielleicht jetzt nochmal irgendwas gediegen. Nein, lieber für die Razorback, die Vollmantel-Variante, der Schattenschlag, so sieht er auch aus, perfekt. Die werde ich auf jeden Fall ausrüsten. Und ich warte immer ab, ob man hier irgendwas Geiles kriegt zwischendurch. Oder sieht, meine ich natürlich, dass man hier, so jetzt zum Beispiel, dass man irgendeinen seltenen Gegenstand vorbei zwischen sieht. Und jetzt, guck mal, den habe ich zum Beispiel gesehen, diesen Kabuki-Kopf, habe ich auch schon mal gezogen. Der sieht einfach fresh aus. Ha, jetzt, oh, jetzt vielleicht, jetzt, komm. Okay, Eis und Ozeanisch, auch nice. Ozeanische Tarnung für den Firebreak habe ich auch schon, aber sieht nice aus. Und 10er Krypto, 10er Krypto-Bonus. Ja, die Eistarnung für Vespa. Wäre die Vespa noch perfekt spielbar, dann wäre es auf jeden Fall sehr cool. Und jetzt, oh, psychedelisch, der Kopf, den habe ich noch nicht, meine ich. Ich glaube, ich habe den Körper und mir fehlt der Kopf, das ist das Problem. Aber egal.
Wir machen einfach gediegen weiter auf. Und ich weiß noch nicht, ob ich am Ende alles angucken soll. Zumindest auf jeden Fall das Butterfly nochmal. Und es wird jetzt echt ein fettes Opening. Ich überlege gerade noch, ob ich so ein paar Punkte überlasse, dass ich dann irgendwann nochmal eins machen kann. Aber ich sammle natürlich jetzt auch gerade sehr viele Kryptos an, ne? Dann könnte man damit auch nochmal was öffnen. Und ich will halt jetzt, also so, ich habe mir im Kopf gedacht, bei diesem Riesen-Opening so drei Sachen, drei seltene Sachen, die halt legendär oder episch sind, so muss ich es jetzt irgendwie sagen, habe ich mir ausgerechnet, dass die schon dabei sein müssen. Und Pharao-Kopf habe ich auch noch nicht, nice. Nice, 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 nice. Und 20er Krypto-Bonus, ey, was ist denn hier los, Mann? Ohne Witz, das ist wieder so typisch, dass ich, wenn ich was Cooles in den Pack ziehe, ne, wieder so viele Kryptos kriege. Und das kann ich absolut gebrauchen. Also Black Cell Monochrom spiele ich so häufig nicht. Und Argus Kupferstich natürlich auch nice, sieht cool aus, aber an sich jetzt nichts, was ich unbedingt sehr oft spiele. Wobei ich das natürlich jetzt auf Konsole auch mal ausprobieren kann. Und ich denke immer, wenn ich das so sage, ja, PC oder Konsole oder PC und PS4, dass ich das so irgendwie differenziere, so ein bisschen trenne. Oder so sage, dass es so was völlig anderes ist, aber im Endeffekt, es ist alles Black Ops 3. Alle sind nur, wir sind alle quasi die gleichen Menschen und haben alle das gleiche Hobby. Von daher ist es eigentlich scheißegal, wo man spielt, auf welcher Konsole. Und wieder 10 Kryptos. Das macht Spaß auf jeden Fall, wieder ein paar Kryptos zurückzukriegen. Kriegsgezeichnet KN. Auch echt eine schöne Tarnung. Aber diese Visitenkarte, die sieht auch echt geil aus. Also, es gibt schon echt nice Sachen. Also, die haben sich echt viel Mühe gegeben, hier coole Sachen rauszuhauen. Aber so langsam ist die Geduld wieder so ein bisschen weg und ich will nochmal was Krasses ziehen. Vor allem, weil wir auch nicht mehr so viele Kryptos jetzt über haben. Und Punkte meine ich natürlich. Bandito, Manowar, Schalldämpfer. Wieso nennt man das so? Das ist so verwirrend. Aber jetzt, Weevil. Ja, ich hab's gesehen. Ich kann predicten, ich kann auf jeden Fall hell sehen. Und 20 Kryptos, Mann. Krass, jetzt habe ich schon 400 Stück. Vielleicht kriegen wir die 500 noch voll. Aber jetzt kommen nicht mal so krasse Sachen. Ich will jetzt einmal zwischendurch eine normale aufmachen mit Kryptos. Einfach so. Nur mal zu gucken, was hier so geht. Und es scheint so legendär jetzt noch. Guck mal, könnte auch ein seltenes sein. Man hat manchmal echt viel Glück. Aber die seltenen hier sind natürlich auf jeden Fall besser insgesamt. Die wurden ja letztens oder schon vor einer Weile gepatcht, dass die besser sind. Und ich hoffe natürlich, dass ihr alle jetzt dieses Wochenende gut Kryptos gefarmt habt. Das Krypto-Wochenende, Double-Krypto-Wochenende ist ja jetzt das zweite, was es jemals jetzt in Call of Duty gab. Und die anderen gab es ja jetzt schon irgendwie 4-5 Mal. Und das ist echt seltener, diese Krypto-Wochenenden. Sagt man das so? Ja, ne? Und deswegen hoffe ich natürlich, dass ihr alle sehr viele Kryptos angesammelt habt. Könnt mir auch gerne in die Kommentare spammen, was ihr schon alles gezogen habt jetzt davon. Oder ihr könnt ja zeitgleich auch ein paar Packs öffnen. Das ist auch immer ganz nice, wenn man so quasi als Zuschauer dann nebenbei auch noch was öffnet. Alter, ich konnte gerade nicht mehr atmen. Finde ich immer ganz witzig, so nebenbei, wenn ich irgendwie einen Stream gucke und da jemand was öffnet, dann auch noch was zu öffnen. Aber man verfällt natürlich dann irgendwann in so eine Sucht. Und da ist wieder der 30er Krypto-Bonus. Unglaublich, ey. Ich glaube das einfach echt nicht, dass sowas überhaupt möglich ist. Aber jetzt, es liegt vielleicht auch daran, dass ich jetzt viele schon geöffnet habe, jetzt hier in dieser Session. Und 20 Kryptos nochmal, da sind die 500 Kryptos schon da. Und ich habe natürlich jetzt auch schon 13.000 Punkte geöffnet. Von daher macht es schon Sinn. Und diese Visitenkarte, gönnt sie euch, von dem Sammlerset, auf jeden Fall auch nice. Also, da habe ich jetzt schon eine gute Auswahl. Aber ich will natürlich jetzt nochmal was Neues, Krasses ziehen. Und ich weiß nicht, ob ich, also ich werde jetzt auf jeden Fall so lange machen. Oh, ich dachte gerade, ne? Aber auch geil, ein Ritualmesser zu haben. Das muss man ja, wenn man auf Dark Matter spielt, auch mal hochziehen, so, aber mache ich ja auf der Konsole nicht. Ich mach's ja auf meinem PC-Account. Und da schreiben immer sau viele, ja, wieso sind diese Anfangsclips, warum sind die von anderen Accounts erspielt? Das macht doch keinen Sinn. Aber ich muss immer wieder sagen, ich hab's glaube ich auch schon mal gesagt, dass man sich auf PC umbenennen kann. Einfach aus dem Grund, weil ich auch manchmal Undercover spielen möchte und deswegen halt einen anderen Namen dann habe. Und das haben wir doch gerade schon gezogen, oder? Ich bin echt gespannt, wie viele Kryptos wir gleich noch bei den doppelten Eintauschen zurückkriegen auch. Und jetzt rechts noch meine Argus.
Oder ein Geistkörper, auch nicht schlecht. Aber das Ding ist, wir haben jetzt schon so viel geöffnet, haben noch keine geile Sniper-Tarnung gezogen, haben die neue Sniper noch nicht gezogen und haben bisher nur am Anfang, ziemlich nah am Anfang, natürlich in der ersten Kiste die Armbrust gezogen und dann das Butterfly eigentlich so direkt dahinterher. Jetzt nochmal ein Knife-Skin. Jo, er kommt sogar, kriegsgezeichnetes Knife. Genau, kauf nicht zu viele davon, sagt der Typ schon. Sollte ich halt eigentlich echt nicht machen. Aber ich hab's euch versprochen, dass wir hier ein riesen Opening machen. Deswegen, wir hauen jetzt alle Punkte raus, Mann. Ich hab's versprochen und das machen wir einfach. Und auch wenn das Video vielleicht nicht so lange geht wie die anderen Super Hero Openings, weil ich da manchmal mir die Sachen länger genauer angucke, weil das einfach so dann quasi der Account ist, wo ich halt sehr oft spiele, wenn ich zocke. Und da auch gerne dann einfach schon mal die Gesten und sowas angucke. Und jetzt, heute will ich einfach durchziehen. Und das habe ich auch noch nie gesehen. Safari. Kann man so lassen. Kann man gerne mal ausrüsten. Aber ich bin jetzt gespannt, ob wir noch... Ja! Geil! Geil, Mann! Ein ganz neuer Skin. Beziehungsweise der Dolch. Arklist heißt er hier auf Deutsch. Damit haben wir auf jeden Fall das erreicht, was ich jetzt erreichen wollte. Drei neue Sachen. Ohne Witz, den muss ich mir gleich auf jeden Fall angucken. Wir ziehen jetzt hier noch zu Ende. Und dann wird sich der auf jeden Fall gegönnt. Und dann vielleicht nochmal in-game. Ich überlege gerade, ob das Sinn macht. Oder ich glaube, ich mache es so, dass ich damit dann auch einfach mal ein Video mache. Nice, ey. Der Dolch, der ist auch so von den neuen Sachen. Und nochmal 20 Kryptos, was mir so mit am besten gefällt. Ich muss sagen, der Baseballschläger, das ist auch ein cooler Effekt, so wenn man diesen Move macht beim Nachladen, ne, dann zieht er den so zurück und dann kommt dieses Geräusch von der vom Baseballstadion halt. Und das hört sich auch dann nice an, aber insgesamt muss ich sagen, ist der Dolch von den neuen Nahkampfwaffen der coolste oder das coolste. Dieser Schnitzer ist auch nice. Oh, Intensität für ML6, nice, Mann. Und ich will nicht wissen, wie oft ich dieses Video nice gesagt habe. Falls es irgendwer von euch gezählt hat, kann das gerne mal schreiben. Nein! 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 Das haben wir gerade nicht gemacht. Unglaublich. Das Pack-Opening hier ist das krasseste aller Zeiten. Ich habe nur noch 3 Packs zu öffnen und ziehe jetzt die scheiß Sniper, Leute. Die fucking RSA. Ich glaube das nicht. Das heißt, ich kann jetzt auf der Konsole auch damit spielen. Ich glaube das nicht. Alter, ey, was ist denn hier los? Ey, ich muss jetzt echt noch zu Ende ziehen. Und gut, dass ich eben nicht aufgehört habe bei dem Dolch. Gut, dass ich nicht aufgehört habe. Hier noch der Illuminati-Kopf, Alter. Illuminati confirmed, ohne Spaß. Ist ja jetzt echt am Start, ne? Also, hätte ich mir niemals erträumt und erwünscht, dass wir in diesem, auch wenn es ein Riesen-Opening ist, jetzt sowas ziehen alles. Und der Tollwut-Kopf für Ruin, den finde ich auch richtig nice. Der ist auch relativ neu. Oh, ich bin gerade so glücklich. Ich hoffe, ihr seid's auch. Und die Marshall 16 noch! Lol, was habe ich gemacht? Das wollte ich gar nicht. Oh Gott, ich habe irgendwas gedrückt. Vor Aufregung. Ich habe alles gezogen. Ohne Witz. Ey, wenn ihr dafür jetzt keine Bewertung da lasst, dann mögt ihr mich einfach nicht. Alles klar. Ohne Spaß. Im letzten Pack mit den Punkten noch die Marshall 16, Alter. Ich glaube es nicht. Ich kann einfach jetzt gerade nicht fassen, was gerade passiert ist. Ne? Hätte ich so viele Punkte auf PC geöffnet auf einmal und ich hätte das gezogen, ich wäre wahrscheinlich noch mehr ausgerastet. Aber selbst jetzt hier freue ich mich gerade so abnormal. Das gibt's nicht. Und wir haben so viele Kryptos, kriegen nochmal 104 zurück. Das heißt, wir haben über 700 Kryptos jetzt noch am Start, die ich jetzt aber... Also, was soll jetzt noch kommen, Mister? Also, ich brauche jetzt eigentlich nichts mehr. Die hebe ich mir für irgendwann anders auf. Ey, das ist ja unglaublich. Ich habe schon fast vergessen, was ich alles gezogen habe, weil das jetzt so viel ist. Ich habe die scheiß Armbrust gezogen. Passt auf, wir haben das Butterfly gezogen. Unglaublich. Dann Arklis, diesen Dolch, der einfach so geil aussieht. Guck mal, da oben dieser Emerald, dieser, was auch immer das sein soll, noch drin. Und das ist so schön designt einfach. Das Butterfly ist halt, wenn man das vergleicht, relativ schlicht, auch wenn die Animation halt echt sick ist. Und dann der Dolch, Leute. Und dann die Marshall 16 auch noch. Ich glaube, viele von euch werden mich jetzt gerade auch in den Kommentaren tothaten, weil ich ja an sich nicht PS4-Spieler bin, aber jetzt auch öfter einfach ein bisschen da gediegen, so aus Lust und Laune zocke. Und dann halt einfach noch die scheiß Sniper. Ey, wie viel Glück kann man bitte haben? Ey, ich glaube es echt nicht. Also, wenn ihr mir dafür jetzt keine Bewertung da lasst,
Das wäre einfach ultra nice von euch. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist so heftig. Und guck mal, ey, mit der waffenfähigen Tarnu sieht die auch so schön aus. Mit Cyborg, ja, geht, aber... Alter Lachs. Leute, das war das heftigste Supply Drop Opening, was ich jemals gemacht habe. Ich lege jetzt meinen Controller zur Seite. Sage einmal, danke Activision, danke David Wonderhaar für diese krassen Sachen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schaut auf jeden Fall jetzt auch gerne noch bei der Endcard vorbei und an der Stelle bin ich einfach raus. Ich werde auf jeden Fall damit in Zukunft noch ein Gameplay raushauen. Es wird jetzt, heute ist ja Dienstag, wo ich das hochlade. Es wird diese Woche wahrscheinlich nicht mehr kommen, irgendwann nächste oder übernächste Woche. Und ja, so viel sei gesagt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein, Leute. Schaut überall jetzt noch vorbei und bis zum nächsten Mal. Ja, willkommen auf der Endcard. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr könnt hier auch gerne wieder das letzte Video angucken, die letzte Folge und natürlich, wenn ihr noch nicht auf meinen Facebook, Instagram und Twitter-Account vorbeigeguckt habt, auch gerne vorbeischauen und natürlich, wenn ihr noch nicht abonniert seid, gerne ein Abo dalassen.